Völlig überraschend kommen alle Boxen in der Brawl Stars Version für China zurück. Da die Versionen zusammenhängen, fragen wir uns, wird das Ganze auch bei uns passieren? Und was sind die Vorteile und Nachteile der Boxen zum heutigen System? Viel Spaß! Creator Code Jo Jonas. Diese Nachricht haben alle Brawl Stars Spieler bekommen, wenn sie die Brawl Stars Version in China geöffnet haben. Und ja, ich denke, viele von euch können kein Chinesisch. Keine Sorge, ich habe das Ganze schon übersetzen lassen. Wir sehen hier Boxen erstmal. Eine Megabox, eine Bigbox und eine Brawlbox. Einfach so eine Benachrichtigung, die man wegklicken kann, und darauf steht folgendes. Im Text oben rechts steht super überraschende Rückkehr. Diese Boxen sind voller Geschenke und es sind noch 7 Tage bis zur Rückkehr der Boxen. Das bedeutet relativ einfach, wenn ich es richtig verstanden habe, in 7 Tagen kehren die Boxen in der Brawl Stars Version für China zurück. Und ja, das hier ist der offizielle Post. Es ist die Ankündigung im Spiel in China. Und das ist natürlich sehr, sehr krass. Boxen waren in Brawl Stars schon seit der Beta drin. Und seitdem eben immer die, ja, Quelle, sage ich mal, wo man immer seine Brawler oder auch kompletten Powerpunkte und Münzen herbekommen hat. Und ich glaube, viele kennen es eben, wenn man 6 Verbleibende hatte, 7 oder vielleicht sogar 8 Verbleibende und diese blinkende 1 kam. Und man einfach sich komplett gefreut hat, wenn dann ein Brawler gezogen wurde, natürlich. Deswegen war die Entscheidung, Boxen komplett zu entfernen, mega überraschend und sehr unerwartet. Und vor allem auch für alle, die sich halt darauf gefreut hatten, Boxen zu öffnen, natürlich irgendwie auch schockierend, sage ich mal. Die letzte Omega-Box kam nicht als neue Box, sondern war einfach die letzte Box überhaupt. Und ja, das hat natürlich für sehr viel Diskussionen gesorgt. Und deswegen bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt. Inzwischen habe ich es online schon sehr viel gesehen. Viele freuen sich, dass die Boxen entfernt wurden. Und viele sagen, es ist ultra kacke, dass die Boxen entfernt wurden und deswegen ist Brawl Stars kaputt. Ich glaube, die Lösung und die Antwort liegt schon irgendwo dazwischen, natürlich. Okay, zuerst schauen wir uns jetzt an, wie das System früher war, und dann vergleichen wir es mit dem heutigen System. Also, als allererstes sehen wir, es gab, glaube ich, zum Beispiel irgendwie ab und zu die Chancen, Boxen im Shop zu kaufen, also für Starpunkte. Kann man auch Free-to-Play machen. Dazu natürlich auch die Angebote für Mega- und Bigboxen im Shop, die eigentlich fast keiner gekauft hat, weil die ja zu teuer sind. Das Krasse war dann natürlich, dass es im kompletten Pass ganz viele Boxen gab. Natürlich auch noch ein paar Münzen und Powerpunkte, aber ansonsten hatte man dann eigentlich als Belohnung vor allem halt die Brawl, Big und die Megaboxen. Und natürlich auch der Trophäenpfad. Da gab es nicht nur eben M's, sondern eben auch immer wieder mal eine Bigbox, eine Brawlbox oder auch eine Megabox. Genauso auch Belohnungen in Challenges oder vielleicht auch mal im Shop. Gratis Megabox. Interessant ist, wie die Boxen aufgebaut waren. Man hat eine zufällige Anzahl an Münzen bekommen und dann vor allem auch eine zufällige Verteilung der Powerpunkte. Das heißt, wir sehen jetzt hier die 6 verbleibende Boxen. In der Box waren eben ziemlich viele Sachen drin, die einiges entschieden haben. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier 60 Powerpunkte für Tick. Oder eben sagen wir hier, ne, dann kriegt ihr eine Anzahl an Münzen und dann müsst ihr euch zufrieden geben mit Penny, 8-Bit oder auch Jessie. Und diese Brawler können dann nur damit gelevelt werden, mit diesen Powerpunkten. Ansonsten war es möglich, alle Brawler zu ziehen. Wenn ihr einen neuen Brawler gezogen habt, sind die Chancen für die anderen Brawler wieder gesunken. Umso höher die Seltenheit, umso ja, niedriger natürlich die Chance. Aber alles war natürlich möglich, wie zum Beispiel jetzt hier. Habe ich mich sehr gefreut, einfach mal Mr. P als mythischer. Ja, oder auch ein seltener als möglich, super seltener, je nachdem, was ihr natürlich freischalten könnt. Dazu natürlich auch Star Powers und Gadgets. Wie sieht das Ganze heute aus? Zuerst hatten wir nur noch die Credits im Spiel und damit gar keinen Überraschungsfaktor. Das heißt, ja, die Brawler können eben einfach freigeschaltet werden und ja, so sieht das Ganze aus, ne? Und auch im Pass gibt es eben nur noch Credits. So, und das wird sich übrigens schon mal ändern. Denn hier kriegen wir, ja, in Zukunft auf jeden Fall Star Drops. 29 Stardrops, also einen pro Tag im Schnitt, dann pro Season raus, plus einen garantierten legendären Stardrop. Und aus diesen Stardrops können wir verschiedene Seltenheiten bekommen. Das heißt, von selten bis hin zu legendär, und da ist eben alles möglich. Man kann eben auch Skins bekommen, Pins, Sprays, aber auch eben Hypercharges und so weiter und so fort. Das Interessante ist, man bekommt eben nur noch einen Gegenstand. Die Powerpunkte und die Münzen, also die Münzen waren davor auch schon random, vor allem die Powerpunkte, die werden jetzt nicht mehr an bestimmte Brawler verteilt. Was war an den Boxen gut und was war an den Boxen schlecht? Kommen wir erstmal zu den negativen Punkten zuerst, hätte ich gesagt. Und zwar muss man wirklich sagen, die Boxen waren natürlich super zufällig. Das bedeutet, ihr konntet einfach nicht wissen, was drin ist. Die Powerpunkte wurden dazu auch noch an bestimmte Brawler verteilt, zufällig. Ihr konntet dadurch nicht aussuchen, welche Brawler ihr wirklich aufleveln wollt. Und das ist ein riesen Nachteil. Das ist sehr frustrierend, wenn ihr einfach den Brawler nicht aufgelevelt bekommt, den ihr natürlich möchtet. Und ja, ihr habt natürlich ein bisschen was aus dem Pass bekommen, aber insgesamt wart ihr doch schon sehr, sehr auf die Megaboxen und auf das Glück angewiesen. Und so ist auch eben mir passiert, dass ich auch nach über einem Jahr Free-to-Play Brawl Stars spielen immer noch keinen legendären Brawler hatte und dann irgendwann einfach aufgegeben hatte und keine Lust mehr hatte, irgendwie es weiter zu probieren. Ja, weil ich einfach schon so viele Boxen geöffnet hatte. Ich hatte, glaube ich, alle mythischen Brawler, aber keinen legendären. Wow, das war super frustrierend. Die Vorteile der Boxen sehen wir natürlich dafür umso mehr.
Sie waren einfach super spannend. Man hat eben sich einfach unfassbar gefreut, vor allem auf diese verbleibenden Gegenstände. Und in einer Box war eben einfach super, super viel enthalten. Das bedeutet, keine Ahnung, ich habe mir dann 3 Megaboxen angespart und dann gab es eben so ein geiles Megabox-Opening oder vielleicht auch die Opening-Battles, die auch viele im Kopf haben. Ja, man war eben einfach aufgeregt. Man hat sich eben einfach drauf gefreut, kriege ich jetzt vielleicht den legendären Brawler, kriege ich vielleicht 2 Brawler, kriege ich Star-Power-Gadget. Was ist auch drin, wenn die 1 blinkt? Da wäre auch alles möglich. Ja, das war eben so der große Vorteil der Box und ich fand es vor allem auch geil, dass man sich die Boxen sehr schön aufheben konnte, zum Beispiel im Pass. Und dann für sich selber so ein schönes Opening gemacht hat. Und da eben drauf gespart hat. Heute ist übrigens endlich mein neuer Weihnachtsmerch angekommen, weil ich ihn an die falsche Adresse bestellt hatte. Schaut also gerne vorbei. Das Ganze ist noch bis Weihnachten erhältlich auf jojonos.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung. Vielen Dank für jeden Support. Zu jeder Bestellung gibt es auch eine von mir unterschriebene Autogrammkarte. Die Nachteile der Credits und Stardrops, also des neuen Systems, sind natürlich, dass man diese Spannung nicht mehr hat. Ich sammle jetzt hier die Credits ein. Ich wusste eben schon vorher, dass ich Hank eben einfach bekommen werde. Und das ist natürlich einfach nicht so spannend, wie wenn man einen überraschenden Brawler zieht oder irgendwie drauf spart und dann hofft auch, dass man vielleicht nicht Hank zieht zum Beispiel, sondern vielleicht Spike oder Crow, also den legendären, den man sich natürlich wünscht. Aber das ist aus meiner Sicht auch schon so ziemlich der einzige wirklich große Nachteil, den wir haben. Weniger Spannung. So, die Vorteile liegen, glaube ich, auf der Hand. Mit den Credits kann man natürlich genau sehen, wo man was bekommt im Pass. Wir sehen, hier kriegen wir die Credits, hier kriegen wir die Credits und so weiter und so fort. Und im Star-Pfad sehen wir dann ganz einfach, welchen Brawler wir wann bekommen. Und das Geile ist, auf den ersten legendären Brawler und auf den ersten mythischen Brawler gibt es dazu noch einen Rabatt von 50%. Ich glaube, auf jeden Brawler, jeden ersten Brawler der Seltenheit gilt das. Das ist auch nochmal ein riesen Vorteil. So, hier habe ich das Ganze nochmal aufgemacht. Da sehen wir es nochmal klar. Hier, auf den ersten, Digga, was will die denn jetzt mit mir reden? Auf den ersten epischen 25% Rabatt, auf den ersten mythischen 50% Rabatt, auf den ersten legendären auch schon, wenn man den natürlich noch nicht hat. Und das Geile ist dazu eben auch, dass ihr hier auch direkt sogar wählen könnt, welchen Brawler ihr welcher Seltenheit eben aus, freischalten wollt. Und damit hat man natürlich einen riesen Vorteil, einfach, ja, Bock drauf zu haben, zu grinden und zu spielen, wenn man genau weiß, wann eben was kommt. Dazu habe ich die Münzen und Powerpunkte ab jetzt eben nicht mehr random, sondern kann eben selber einfach entscheiden, auf welchen Brawler die draufgehen sollen. Und das finde ich schon einen riesigen, riesigen Vorteil, das einfach selber zu entscheiden, weil ich habe eben einfach keinen Bock, dass die Powerpunkte, keine Ahnung, jetzt an Mortis gehen, obwohl ich keinen Bock auf Mortis habe und vielleicht hier lieber Bibi pushen möchte und die gerade leveln will. Das ist so ein riesen Vorteil, den viele einfach unterschätzen. Dann haben wir natürlich auch die legendären Startups, aus denen eben auch Skins rauskommen können. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, müsst ihr am Ende selber entscheiden. Also ich persönlich finde es ziemlich geil, dass man sogar Skins ziehen kann oder vielleicht auch, keine Ahnung, andere Sachen, die man eben braucht. Hypercharges zum Beispiel gehen natürlich auch inzwischen in den legendären Stardrops und die legendären Stardrops wurden ja zum Beispiel auch verbessert. Noch näher an den Megaboxen sind dann sogar die Megaschweine, dieses Megaschwein-Event, bei denen wir sogar einen ganzen Haufen an Belohnungen eben auf einmal bekommen. Wir sehen auch hier, das ist schon ziemlich ähnlich zu den alten Megabox-Opening-Battles, bei denen ich eben auch ein Megaschwein-Opening-Battle gemacht habe. Das heißt, ja, ein großes Event, bei dem wir eine Menge krasser Belohnungen auf einen Haufen, auch Münzen, Powerpunkte, Bling und vieles mehr kriegen könnt. Okay, jetzt mein Fazit zu dem Ganzen und die große Frage, werden Megaboxen zurückkommen? Also, als allererstes muss ich persönlich wirklich sagen, dass ich das Credit-System deutlich besser finde als das alte Megaboxen-System. Aber nicht alleine, denn zusammen mit den Stardrops zusammen, finde ich, ist das ein besseres Konzept. Alleine nur die Credits wären mir persönlich zu langweilig, aber ich finde, die Stardrops sind einfach eine super Lösung. Und wir sehen ja schon, in Zukunft kommen ja auch die Stardrops in den Brawl Pass rein. Die legendären Stardrops wurden schon verbessert, dass sie auch nochmal spannender sind. Wir haben das Megaschwein-Event, bei dem wir viele Startups auf einmal bekommen und vielleicht kriegen wir sogar in Zukunft zum Beispiel im Trophäenfach dann auch die Startups. Also die werden immer weiter ausgebaut und kommen ja auch super gut an, völlig zu Recht. Denn was fehlt mir bei den Megaboxen ist eben, dass eine Megabox oder ein Startup sich eben auch einfach richtig geil und wichtig anfühlt. Dass man sich den vielleicht auch sparen kann und dann eben auch ein Opening machen kann, fehlt mir auch noch. Und das wird eben in Zukunft so sein mit dem Brawl Pass, bei dem ihr ja dann einfach ganz viele Startups auf einmal öffnen könnt und sogar automatisch einen legendären Startup bekommt. Und jedes System hat natürlich seine Vor- und auch seine Nachteile. Also Fazit zu den Boxen insgesamt. Die Boxen waren geil. Ich glaube, viele haben auch noch eine sehr emotionale Verbindung zu den Boxen, weil es eben immer im Spiel gab und es eben so die geilsten Brawl Stars-Zeiten waren. Aber jedes System hat eben seine Nachteile und ich sage eben, die Boxen waren zu random und das neue System bockt einfach mehr auf Dauer zu spielen. Und mit den Startups hat man dazu eben noch diesen Spannungsfaktor von den Megaboxen drin. Und deswegen wurde das Ganze auch so eingeführt. So, und warum kommen die Boxen jetzt in der chinesischen Brawl Stars-Version zurück? Das ist natürlich jetzt die Frage, die wir uns alle stellen. Und wird das dann auch bei uns passieren?
Weil das ist ja jetzt schon ein extrem krasser Schritt. Die China-Version in Brawl Stars ist am Ende immer noch eine eigene Brawl Stars-Version, die an sich natürlich trotzdem alles von den ja, weltweiten Entwicklern so ziemlich übernimmt. Zum Beispiel haben die genau dieselben Brawler, die haben gerade erst Charlie im Brawl Pass, aber sie haben eben auch einige andere Dinge in der China-Version. Und so zum Beispiel auch dieses, wie kann man sagen, dieses Zufallsangebot-Ding, was ihr kaufen könnt. Sowas ist sehr stark in der Kritik, zum Beispiel gerade in Europa und wurde zum Beispiel in Belgien, soweit ich weiß, auch schon verboten, zum Beispiel sowas wie FIFA-Lootboxen. Und deswegen ist das eben, denke ich, auch der Schritt von Brawl Stars gewesen, die Boxen rauszunehmen, eben gerade weil es in der Kritik steht, weil eben es sehr süchtig machen kann und gerade natürlich das in Angebote reinzupacken. Ist natürlich sehr kritisch. In China sieht das Ganze, wie ihr seht, halt ganz anders aus, weil sie da eben natürlich nicht dieselben Gesetze und Regeln haben. Deswegen haben sie eben, ja, dieses Zufallsangebotsding dann auch. Ich meine, ihr müsst überlegen, da müsst ihr dann vielleicht, keine Ahnung, 30 mal 5 Euro ausgeben, um am Ende diesen Skin zu kriegen. Also es scheint echt extrem schwer zu sein, zum Beispiel diesen Bow-Skin zu kriegen. Den Skin an sich hätte ich sehr gerne. Das System dahinter, muss ich ehrlich sagen, wollen wir das wirklich? Ich meine, klar, es ist spannend, aber am Ende wird man doch eh nicht das kriegen, was man möchte und man verliert halt am Ende noch vielleicht eine Menge Geld. Und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass die Boxen in Brawl Stars zurückkehren werden. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht für ein kurzes Event kostenlose Geschenke vielleicht zu Weihnachten. Das persönlich fände ich sehr cool und würde ich mich auch freuen. Weil das wäre, da hat glaube ich auch niemand was dagegen. Das wäre einfach ein cooles Nostalgie-Ding. Das wäre ja auch nicht Pay-to-Win, man wird einfach kostenlos ein paar Boxen kriegen können. Das wäre krass, wie zum Beispiel OG Fortnite, dass man zurück an die alten Brawl Stars-Zeiten erinnert wird. Ich finde persönlich vor allem, dass die Boxen extrem überbewertet sind. Und ich meine, wir haben jetzt ein neues Startup-System, ein neues geiles Credit-System. Am Ende kommt es einfach auf Brawl Stars an, dass das Spiel geil ist und Bock macht zu zocken. Und dann hat man auch Bock, die Charaktere freizuschalten und ist auch dementsprechend aufgeregt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sage, Boxen sind überbewertet tatsächlich und wir brauchen einfach nur geiles Brawl Stars, geilen Content, geile neue Brawler, geile Funktionen und das ist, was das Spiel am Ende ausmacht. Eure Meinung dazu unbedingt in die Kommentare, da ist unter Abspann verlinkt und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und dazu, dass ich die Boxen so kritisiere. Nicht vergessen, der neue Weihnachtsmerch ist noch bis Weihnachten verfügbar auf jojonas.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung und ein Zuschauer darf ein Video mit mir zusammen aufnehmen, bei dem ich euch einiges für euren Account schenken werde. Schaut gerne vorbei, danke für den krassen Support aktuell. Und danke fürs Zuschauen. Das war der Abspann. Haut rein. Ciao.